In Mexiko gibt es nur einen einzigen Maya-Kodex. Die anderen sind im Ausland, der Dresdner, Pariser und Madrider Kodex. Einen einzigen gibt es, bekannt als Grolier-Kodex, jetzt heißt er Maya-Kodex von Mexiko. Doch wie funktioniert er? Was stellt er dar? Aus welchem Jahr datiert er? Warum sind nur 10 Seiten erhalten? Wie viele hatte er ursprünglich? Diese Fragen beantworte ich in meinem Intensivkurs und ich zeige auch, wie der Kodex früher aussah, denn ich habe ihn neu gezeichnet, rekonstruiert, nicht nur die 10 Seiten, sondern alle 20 Seiten. Der einzige Maya-Kodex in Mexiko ist jetzt wieder komplett. Also schaut mal vorbei und ich verrate euch seine Geheimnisse.